denke mal, ich mache noch ein paar. Warum fegt da oben ein Besen? Vielleicht hier ein Haus, das ich noch gar nicht war. Das ist aber sowas wie eine Kirche, ne? Hier gibt es kein Haus, wo man rein kann. Dieser Besen ist unverbesserlich. Ständig versteckt er sich in der Besenkammer und schwänzt seine Arbeit. Es soll einen Wissenschaftler geben, der die Sprache der Lufenianer erforscht. Wie ist er doch gleich? Das ist eine Kirche. Wo soll der denn sein? Hoppla. Bin aus Versehen zweimal draufgekommen. Ist er vielleicht bei den Lufianern? Sollen wir die ganze Stadt nochmal auf den Kopf stellen? Oh, im Meerestempel fehlen noch einige Schatztruhen. Komm, das machen wir jetzt hier. Vielleicht gibt es hier jemanden, der die Sprache ja, beibringen kann. Aber ist keiner der Lupagamido? Lupagamido? Hier gibt es nur Lufianer.
Wir müssen nochmal in den Meerestempel zurück. In einer der Kisten ist nämlich, glaubt mal, was wir brauchen. Wir haben nämlich gesehen, den Rosetta-Stein kriegt man, glaube ich, im... So, ich will jetzt keine Kämpfe haben hier. Warte mal, vergrößern. Wo ist denn da bitte? Also, da waren viele Schätze, aber ich habe sie nicht gesehen. Hier ist ein Schatz. Kann es sein, dass da, wo nichts angezeigt ist, ich lasse mal die Zufallskämpfe aus, damit wir hier finden. Wenn ich unterlevelt bin, dann... Ja. Da ging's runter und da ging's rauf. Wir sind nicht raufgegangen, natürlich. Das führt uns zu ganz neuen Ebenen. Dann mache ich die Kämpfe wieder an. Also ganz ohne wollen wir doch nicht, ne? Und ich habe noch zu Jenny gesagt, warum sollte man das ausstellen wollen? Ja. Irgendwann nerven die ja doch, ne? Halt, stopp. Da ist eine Kiste. Da sind zwei Kisten. Und da geht's rauf. Da ist auch noch eine Kiste. Natürlich gehen wir natürlich sofort den richtigen... Wie kann das 7 Könige und einen Prinzen geben? Was ist denn da los? Magierstab. Da geht's rauf. Wir gehen erstmal, einen verdammten Umweg. Es gibt auch sehr viele Untote hier.
Na verdammt, das hat nichts gebracht. Alter. Oh, Diamantpanzer gleich ausrüsten. Also die besten Sachen findet man ja irgendwie unterwegs, ne? Alles klar, Dark. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und danke, dass du da warst. Ich mach auch nicht mehr lang. Noch den Rosetta-Stein. Suchen. Aber ich laufe von Anfang an Richtung Kristall, ne? Oh, die tun am meisten wie momentan. Hallo. Nur noch 8 Potions, aber wir kaufen uns sowieso, die kosten eh nur 99 Stück, kosten gerade mal 4000.
Ab welchem Teil fing das eigentlich mit ATB an? Da sind mehr Jungfrauen, die müssen wir ja retten. Diamantreif. Wenn das Meer sein schützendes Licht verliert, werden wir zu Schaum blasen und lösen uns in nichts auf. Oh, es scheint, als wurden unsere Gebete erhört. Einer von uns ist an der Erdoberfläche und ist seitdem nicht mehr zurückgekommen. Hoffentlich steckt sie nicht in Schwierigkeiten. Hat die sich vielleicht aufgelöst? Oh nö. Warum könnt ihr eigentlich unter Wasser atmen? Sehr merkwürdig. Vielen herzlichen Dank. Es wird nicht mehr lange dauern, das Meer wird wieder so sein wie früher. Sagt mal, sind das Kristalle, die ihr bei euch tragt? Etwa die aus der Legende? Wer seid ihr überhaupt? Ob der Kristall jemals wieder leuchten wird, oder werden wir einfach zu Schaum blasen und zerplatzen? Ich glaube, bei den drei Schätzen könnte das sein, was wir suchen. Hey, Meerjungfrau! Danke! Sind hier keine Gegner oder habe ich den aus Versehen ausgeschält? Ihr befindet euch im obersten Stockwerk des Tempels. Das Chaos des Wassers hat sich passenderweise im untersten Stockwerk eingenistet. Ihr kennt doch bestimmt den Turm Mirage, oder? Er steht auf dem östlichen Kontinent inmitten einer Wüste. Ich habe kürzlich gesehen, wie dort jemand hineingegangen ist, und zwar begleitet von einem Glockenläuten. Ah, die geben mir die Info. Ja, ich habe ein paar Infos schon zu früh ergattert, weil ich nicht weiter wusste. Das Chaos des Wassers ist zu mächtig. Wenn es weiterhin sein Unwesen treibt, wird das Wasser bald sterben. Ja, das Chaos des Wassers ist jetzt kein Problem mehr. Diamantschild. Mehr Verteidigung für uns. Aber ich hätte gern noch mehr Diamantreife. Ja. Ach, da oben ist noch ein. Ach ja, stimmt. Da gibt es noch eins mit drei. Komme ich da ran? Wie komme ich an die drei Kisten? Ich kann doch nicht hier rüber.
Ne, da muss ich jetzt nachgucken, da habe ich keinen Planet. Ich weiß noch nicht, wie ich in diese Scheiß. Da sind drei Kisten! Aber es führt kein Weg dahin! LOL. Das ist. Darum muss man auch erstmal kommen, ne? Wenn man da hinten reingeht, kommt man da raus. Das ist bescheuert, ne?
Diamanthandschuhe. Unsere Verteidigung wächst. Diamanthelm. Wir sind komplett diamantet. Und da ist auch endlich dieser scheiß Rosetta-Stein. Ganz ehrlich, den Weg hätte ich ja lange gesucht. Hier gibt es wieder Kämpfe. Will nicht mehr gegen diese Drecksdinger kämpfen. Scheiße, ich bin schon falsch gelaufen. Hier wird nicht geflohen. Hau raus, jetzt darfst du. Alter! Wenn in diesem Spiel noch gefehlt hätte, wären so Fertigkeiten, aber gut.
erstes Final Fantasy. Fertigkeiten. Wer braucht das schon, ne? Zum Glück habe ich nachgeschaut, wo dieser Professor ist. Seid ihr etwa die Kämpfer des Lichts? Ja. Aber wo? In einer Höhle nicht weit südlich von hier lebt ein alter Herr mit dem Namen Sada. In der Tat, ein sehr weiser Mann. Südlich von hier. Was ist die Höhle? War das vielleicht in der Zwergenhöhle? Cheerio! Ich will verflucht sein, wenn ich aus dem legendären Metall Adamantit nicht ein ebenso legendäres Schwert schmieden kann. Apropos, da will ich auch mal eben nachgucken. Sorry, wenn ich manche Sachen nachgucken werde. Südlich gibt's nix. Oh, Höhle des Weisen. Nein. Gesegnet seien die Kristalle! Ah, der bringt mir auch nichts weiter. Also. Wird doch in diesem Ort sein, oder war das woanders? Es gibt ja auch keine Gebäude, wo man rein kann, ne? Die NPCs sehen für mich alle gleich aus.
Oder ist vielleicht hier drin mal jemand oder so? Nee. Wo ist der Typ? Oder bin ich hier falsch? Ich muss nochmal nachgucken. Das soll hier sein. Schwarz. Vielleicht oben in der Stadt. Wie gesagt, wenn da hochkommen. Ah, da. Ach, da ist er doch. Bist du der Forscher? Lass mich diesen Stein sehen. Bei den Göttern ist dies der einzigartige Rosetta-Stein. Nun wird es mir endlich gelingen, die Sprache der Lufianer zu entschlüsseln. Aber natürlich, es ist so simpel. Ich wusste, ich bin ein Genie. Nun, eine äußerst komplexe Sprache in der Tat, aber ich schätze, mit mir als Lehrmeister könnt ihr selbst ihr sie lernen. Seht ihr? Jetzt könnt ihr auch Lufenianisch. Komm, wir holen uns noch den Zugang zum Tempel und vom Tempel speichere ich ab. Heute mal ein bisschen extended. Dauert jetzt ja nicht mehr so lange. Hey, ein paar Minuten habe ich Zeit. Aber ich habe keinen Bock auf Zufallskämpfe. Die bremsen mich nur aus. Was können wir deren Sprache? Wir sind Lufianer. Wir sind ein Nachkommen jenes Volkes, das das Himmel in die Lüfte sein Zuhause nannte. Das Schiff, mit dem ihr reist, ist ein Luftschiff. Gebaut wurde es von Cid, einem legendären Lufianer. Das Cid. Die Legende besagt, dass 400 Jahre nach dem Zerfall der himmlischen Zivilisation Krieger erscheinen werden, die die Kraft des Lichts in ihren Händen halten und uns vor einem großen Unheil bewahren werden. Gesandt des Lichts. Die Legende ist wahr.
Vor 400 Jahren entwickelten wir uns zu einer Hochkultur. Sogar den Himmel konnten wir erobern, doch nun von dieser einst hochentwickelten Zivilisation ist heute nichts mehr zu sehen. Das Luftschloss schwebt über euch hoch über den Wolken in einem Meer von Sternen. Vier elementare Kräfte formen unsere Welt: Feuer, Erde, Wasser und Wind. Uns Lufinianern vermachte man die Kraft des Windes, sodass unsere Vorfahren hoch oben am blauen Sternenhimmel ein schwebendes Schloss errichtete. War nicht im Strangers of Paradise Jack ein Lufianer? Strangers of Paradise hat man so viel Final Fantasy 1 eingebaut, wie nur machbar, weil... Wir Himmelmenschen tradieren unsere Erinnerungen auf rituelle Weise. Doch auch unsere Erinnerungen... Ja, egal. Ich hab schon weggedrückt. Ob die Maschinenwesen, Menschen, die unsere Vorväter gebaut, noch immer aktiv sind? Keiner von den Leuten hier war gerade... Nein. Ja, komm, geh weg da jetzt! Wir kamen zu dem Schluss, dass selbst die vier Chaos-Schergen eines noch viel mächtigeren, bösartigen Wesens sind. Unsere fünf Krieger sollten dieses Wesen ausfindig machen, doch schon lange haben wir nichts mehr von ihnen gehört. In unserer Verzweiflung schickten wir fünf unserer besten Krieger los, doch angeblich hat sie eines der Chaos verflucht, sodass sie nun in ihr ein Dasein als Fledermäuse fristen. Der Wind war die Quelle unserer Kraft, doch Tiamat brachte sie zum Versiegen. Ihr Krieger der Legende, nehmt dies mit euch! Mit dieser Glocke wird euch der Turm von Mirage Eingang gewähren. Glocke erhalten, ja! Muss man wirklich erstmal alle mit... Oh, raus hier. Ich habe die Zufallskämpfe noch ausgestellt, aber... Die haben wir erst im Dings wieder. So. Landen. Dahin. Und der Rest. Mal sehen, vielleicht mache ich. Ups. Ich kam auch so schon rein. So. Und sorry, wenn ich immer nachgucken muss ab und zu. Aber manchmal. Ich will nicht jetzt jede Stadt, jedes Dorf, jeden nochmal ansprechen. Manchmal hätte ich wirklich, ich hätte nochmal in den Meerestempel, ja gut, alle Kisten. Da hätte mir klar sein müssen, dass ich da was vergessen habe. So, jetzt haben wir nur noch den Tempel. Vor uns, also Tiamat, und dann geht's auf ins Richtungsfinale Chaos. Vielleicht machen wir das auch noch die Woche. Irgendwann. So am Wochenende, neben Zelda ist noch Platz. Können wir das Finale noch machen und dann geht's weiter in Tears of the Kingdom und so weiter.